Herzlich willkommen zum Floating-Abend mit Gopal. In diesem Video-Vortrag werde ich dir das Geheimnis von Floating verraten und wir tauchen gemeinsam bis zum Grund dieser Arbeit ab und schauen uns alles an. Floating ist eine von mir entwickelte Traumaarbeit für Gruppen, die dazu dient, Entwicklungstrauma und Bindungstrauma sowie grundsätzlich zwischenmenschliche Konflikte aufzulösen. Das Video ist besonders interessant, wenn du als Psychotherapeut arbeitest und generell mit Menschen auf seelischer Ebene zu tun hast. Der Vortrag richtet sich insbesondere an Fachpersonal. Trotzdem publiziere ich das im Internet in der Hoffnung, dass diese Dinge irgendwann Mainstream-Wissen der Gesellschaft werden, weil nur so haben wir eine Chance, das Ganze hier zum Besseren zu wandeln. Wenn dir das Video gefällt, drück ein Like, lass einen Kommentar da und vor allem schaust dir bis zum Ende an. Mein Name ist Gopal, ich bin Traumatherapeut, Sachbuchautor und Sprecher auf Kongressen zu den Themen Entwicklungstrauma und Beziehungen. Darüber hinaus berate ich Unternehmen und große Organisationen im Bereich Konfliktmanagement und ehrlichem Mitteilen. Ja, dann schlage ich vor, macht's euch gemütlich. Das wird eine längere Geschichte und ihr könnt natürlich jederzeit Pause drücken und später euch den Rest anschauen. Es gibt viel interessantes Wissen, tiefgreifendes Wissen und wir fangen direkt an mit der ersten Folie. Ich werde im Hintergrund zu sehen sein. Im Wesentlichen werdet ihr jetzt Folien und Grafiken sehen und denkt immer dran, das sieht kompliziert aus unter Umständen, was ihr jetzt hier zu hören bekommt und was ihr seht. Die Prinzipien sind aber trotzdem einfach. Auch einfache Prinzipien muss man manchmal mit viel Brimborium erklären, damit das greifbar wird. Es bleibt dabei, die ganze Geschichte ist einfach vom Prinzip, nicht von der Anwendung. Ja. Floating ist, wie gesagt, von mir entwickelt worden aus meiner Erfahrung. Es ist letztlich mein Lebenswerk. Es ist das Resultat von selber 30 Jahren Psychotherapie als Klient, dann wirklich tiefgreifender Forschung, spiritueller Erfahrungen über 10 Jahre, mein Besuch bei großen Lehrern. Und das ist wirklich das herauskristallisiert, was die eigentliche Lösung und das eigentliche Problem in unserer Gesellschaft und auch in jedem Einzelnen ist. Deswegen ist es was sehr Wertvolles, was schon fast Magisches. Floating darf von niemandem unter diesem Namen angewendet werden, außer und natürlich veröffentlicht werden, angepriesen werden, außer von mir selber und den von mir ausgebildeten Traumatherapeuten. Was du machen kannst, wenn du selber Psychologe, Psychotherapeut und so weiter bist und dich auskennst und Erfahrung und entsprechende Ausbildung hast, du kannst das, was du hier erfährst und verstehst und auch mit meinem Buch dazu dir angeeignet hast, kannst du gerne in deine Praxis einfließen lassen, aber du darfst es nicht Floating nennen. Das hat einfach den Sinn, damit jeder, der Floating bucht, auch sicher ist, die Arbeit von mir oder von Menschen, die von mir fortgebildet oder ausgebildet wurden, zu bekommen. Das, was du da siehst, ist das Symbol. Das stellt auch den Setup dar, den ich jetzt hier in der Folie nicht erkläre. Das ist im Buch erklärt. Wir sitzen im Kreis und in der Mitte arbeiten immer 2 Menschen, unterstützt durch den Therapeuten. Und es geht um die Begegnung. Das stellt dieses Symbol dar. Ganz besonders dankbar bin ich 3 Menschen, die mich sehr, sehr beeinflusst haben und beeindruckt haben. Das ist Osho natürlich, der erleuchtete Meister aus Indien. Dann ist es Dr. Stephen Porges, der Gründer und Entwickler der Polyvagaltheorie. Sozusagen dem Teil, der sich um die Körpervorgänge kümmert, im Wesentlichen in Bezug auf Kontakt. Und natürlich Dr. Lawrence Heller, der Gründer von NAM, der sich im Wesentlichen mit Entwicklungs- und Bindungstrauma befasst hat und da aus meiner Sicht der führende Spezialist weltweit ist. Traumalösung mit Floating. Wir fangen an mit der Zusammenfassung.
Ich mache mal was Neues hier zwischendurch mal mich versorgen mit Tee beziehungsweise heißem Wasser. Das entspannt mich auch ein bisschen. Ja. Und dann kann ich wieder besser sprechen. Also, gleich zu Anfang den Gesamtkontext. Das ist natürlich meine Sicht der Dinge, das sehen andere vielleicht anders, aber natürlich erfährst du, wie ich das sehe und wie ich damit arbeite. Aus meiner Sicht ist die Ursache des Leidens fehlender Kontakt durch fehlende Kommunikation. Das ist Bindungs- und Entwicklungstrauma. Wir können nicht mehr vollständig in Kontakt und somit in Beziehung treten. Das heißt, wir teilen wesentliche Aspekte von uns nicht mit. Das ist die Ursache des gesamten Albtraums, weil wir aufgrund dessen in eine große körperliche Not und dann in die Kompensierung schlittern. Das sehen wir dann gleich noch im Detail. Die Lösung logischerweise ist, wir müssen in Verbindung treten, und zwar vollständig. Und ein Werkzeug dafür, was man ohne Therapeut anwenden kann, ist ehrliches Mitteilen. Deswegen steht das hier auch nochmal. Aber letztlich ist Floating nichts weiter als das auch. Ja? Nur, dass beim Floating ein Therapeut den Teilnehmern hilft, ins ehrliche Mitteilen zu kommen. Also Floating ist letztlich nichts weiter als professionelle Unterstützung, die Teilnehmer miteinander durch ehrliches Mitteilen in Kontakt zu bringen. Und das ist natürlich dann in der Praxis sehr komplex, das anzuwenden. Aber wie gesagt, ich muss immer wiederholen, die Prinzipien, die sind ganz einfach. Die Wahrheit ist einfach. Das ist der Kern der ganzen Floating-Arbeit. Das ist das Prinzip, nach dem ich arbeite. Oder die Sicht auf die Ist-Situation. Also was haben wir? Wir haben am Anfang, ja, der Einstiegspunkt, wie das ganze Trauma heute aufrechterhalten und jeden Moment neu erschaffen wird, ist die Projektion. Das ist etwas Mentales. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Es ist nicht die Dysregulation im Körper oder die Ladung im Körper, sondern der Ausgangspunkt ist die Projektion. Und natürlich beeinflussen die sich beide, die verstärken sich oder schwächen sich ab, also Projektion und Dysregulation im Körper. Aber was ich einfach herausgefunden habe, ist, der Einstiegspunkt ist die Projektion. Wenn ich die Projektion gelöst habe, ist auch die Dysregulation gelöst, automatisch als Nebeneffekt. Dann muss ich nicht mehr in die Kompensation und die Symptome haben die Möglichkeit zu verschwinden. Und das ist eben so, wie es aufrechterhalten wird. Was man hier sieht, die Projektion, und was das genau ist, erzähle ich dann noch. Die Projektion von Gefahr führt zur Dysregulation im Körper, also Dysregulation des autonomen Nervensystems, Aktivierung für Kampf, Flucht, Erstarren und so weiter. Das ist das eigentliche Leiden. Das heißt, das Leiden ist natürlich nicht die Projektion, sondern das Leiden ist immer der Körperzustand des autonomen Nervensystems, wenn es keine Entsprechung mehr zur Umgebung hat. Das ist das, was Leiden ist. Aber die Ursache des Leidens ist die Projektion von Gefahr. Wenn ich also im Körper diesen Leidenszustand habe, dann muss ich kompensieren, weil es sonst nicht auszuhalten ist. Das heißt, ich tue Dinge in dem Versuch, diese Dysregulation aufzulösen, ohne die Ursache anzufassen. Und da gibt es alle möglichen Varianten, sich zu betäuben, sich abzulenken, Konflikte inszenieren, alles Mögliche, das sehen wir gleich noch im Detail. Und wenn ich das mache, dann kommt das früher oder später zu Symptomen, logischerweise, weil ich weder in die Regulation komme damit oder nur zeitweilig, das heißt, der Körper hat ein Problem, und ich komme nicht in eine vollständige Beziehung und Kontakt. Und dann entwickelt das natürlich Symptome auf der Körperebene, im Außen, Konflikte und so weiter. Also das ist meine Sicht. Wenn jemand mit mir arbeitet, dann habe ich diese Dinge im Blick. Und tatsächlich arbeiten tue ich nur mit dem Ersten, mit der Projektion. Alles andere interessiert mich nicht.
Die Dysregulation interessiert mich nur, wenn die so viel Raum einnimmt, dass der Kontakt zwischen mir und dem Teilnehmer gefährdet ist. Dann kümmere ich mich explizit darum, den Körper in die Regulation zurückzubringen. Dann mache ich explizit was kurz mit dem Körper. Das dauert normalerweise nur wenige Sekunden, wenn man weiß, was da zu tun ist. Und dann kehrt man zurück zu der Beziehungsebene und den Projektionen. Grundsätzlich arbeiten mit Kompensation und Symptom arbeite ich überhaupt nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ich lasse mir das natürlich manchmal erzählen. Aber da gibt es überhaupt nichts zu tun. Damit ihr das jetzt noch ein bisschen konkreter habt, habe ich jetzt das Ganze nochmal dargestellt, aber ausführlicher. Es ist vielleicht sonst zu viel, wenn man diese Folie gleich von Anfang an sieht. Also ihr seht das Gleiche nochmal, nur mit mehr Beschreibung. Und wir fangen wieder an bei der Projektion. Und das ist der blinde Fleck. Wie gesagt, das ist der Ausgangspunkt. Das ist das, wie das Ganze in Gang gehalten wird und immer wieder neu erschaffen wird. Diese Projektion ist unbewusst. Die ist nicht auf dem Schirm. Die hat derjenige nicht auf dem Schirm. So, das ist jetzt aber, was ich unter Projektion verstehe, nicht das unbedingt, was in der Literatur darunter verstanden wird. Ich verstehe darunter unter Projektion hier in dem Kontext, in dem Floating-Kontext ausschließlich die Projektion von gefährlichem Verhalten eines anderen Menschen mir gegenüber. So, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Hauptmechanismus, der den Albtraum erschafft. Und gefährliches Verhalten im Bindungskontext sind wieder die typischen vier Defensivreaktionen aus dem Traumawissen. Ja, das ist nichts Neues. Angreifen, weggehen, sich betäuben, manipulieren. Das sind die vier Möglichkeiten, die natürlich wiederum eine physiologische Entsprechung haben. Aber darum geht es jetzt nicht. Das ist das, was jemand in den anderen rein projiziert und damit das Entwicklungstrauma aufrechterhält. Weil was ist Entwicklungstrauma? Entwicklungstrauma ist das Unvermögen, einen vollständigen Kontakt herzustellen aufgrund realer Erfahrungen als Kind. Das heißt, als Kind war die Umgebung real nicht komplett bindungsfähig und der heranwachsende Mensch konnte seine Bedürfnisse über Kontakt und Beziehung nicht vollständig nähren und musste damit dadurch eine Notlösung finden. Und am Ende haben wir eben genau das. Ja, wir projizieren die nicht integriert und nicht gelöste Beziehungssituation aus der Kindheit grundsätzlich über jeden Menschen drüber, der uns näher kommt. Das heißt, jemand, der leidet, projiziert immer auf Nähe, dass das Gegenüber ihn angreift, ihn verlässt, also weggeht, sich betäubt, das kann man auch als inneres Weggehen bezeichnen, oder manipuliert. Ja, und das ist gefährliches Verhalten im Sinne davon, dass es entweder keinen realen Kontakt herstellt oder tatsächlich Schaden anrichtet. Und diese Projektion ist sozusagen, das ist die Sicht des Kindes auf den Bindungskontext. Ja, das ist mit gefährlichem Verhalten gemeint. Und wichtig ist Verhalten, deswegen ist es auch kursiv dargestellt, weil ein innerer Zustand ist keine Gefahr. Eine Gefahr ist nur etwas, was real physisch im Außen passiert. Das ist der ganze Kern von Floating. Ja, das ist die Arbeit. Und Floating ist nichts weiter, als zu helfen, diese Projektion zu finden und in einen kompletten, einfachen Satz auszuformulieren. Und damit die Projektionsfläche, das heißt den Menschen, mit dem derjenige im Floating arbeitet, mitzuteilen. Und wenn das passiert ist, dann beginnt die Transformation. Und die Transformation wird verhindert, indem ich mein Leben lang diese Projektion eben nicht mir anschaue, nicht ausformuliere und damit nicht in Kontakt trete, sondern sie unbewusst für wahr halte. Ja. Und im Floating finden wir die Projektion, wir kommunizieren sie und wir prüfen durch Fragen, ob das stimmt.
So, jetzt ist es so, dass nicht nur das gefährliche Verhalten projiziert wird, sondern wir haben im Kopf immer auch einen Grund, den wir da rein projizieren in den Menschen. Das heißt zum Beispiel, wir projizieren nicht nur, warum der mich jetzt angreift, wenn er näher kommt, sondern, also dass er mich angreift, wenn wir uns annähern zum Beispiel, sondern auch, warum er das macht. Und der Grund dafür, das ist sozusagen die Symptomebene wieder, die wir in den anderen hinein projizieren. Zum Beispiel Beziehungslosigkeit, Einsamkeit, ständig Konflikte, Überforderung und so weiter. Das ist also das Gleiche, was du hier bei Punkt 4 Symptom siehst. Also, das heißt, bei mehr Nähe projizieren wir ein Verhalten, was für mich gefährlich ist, und wir projizieren den Grund, warum sich der Mensch so verhält, in ihn hinein. Und damit leben wir wieder in der Kindheit. Und alles ist kohärent und scheinbar stimmig. Alles ist scheinbar so wie in der Kindheit. Und es ist nur in der Vorstellung. Es ist völlig unabhängig, wie der Mensch real ist und was da passiert. Wenn das so ist, dann bedeutet das, dass unser Körper in Not kommt. Weil wenn ich diesen Albtraum projiziere, dann erlebe ich ja keine Verbindung und somit keine Regulation. Also fällt der Körper in Defensivkreisläufe zurück. Wir können das auch einfach Stress nennen. Dann sind wir bei Punkt 2, Dysregulation. Und das Leiden besteht darin, hatte ich vorhin schon gesagt, dass die Dysregulation im Körper eben keine Entsprechung im Außen hat. Wenn ich dysreguliert bin aufgrund realer Umstände, dann leide ich in dem Sinne nicht. Aber in dem Fall ist ja die Dysregulation nicht aufgrund der Realität außen, sondern aufgrund der Projektion, die ich am Laufen habe. Und da ich mir nicht bewusst bin, was ich projiziere, bin ich diesem Inferno im Körper dann mehr oder weniger hilflos ausgesetzt. Dann kommen wir, um das nochmal abzukomplettieren, zur Kompensation. Das ist das, wie wir versuchen oder wie derjenige versucht, das Leiden dann aufzulösen. Das geht wieder über Verhalten. Ja, also ein Lösungsversuch, Kompensation hat immer was mit Handeln zu tun, mit Tun. Und deswegen kann sich das auch nicht auflösen, weil Handeln bedeutet, ich reagiere unbewusst auf eine äußere Gefahr, die es aber ja real nicht gibt. Jedenfalls nicht bei Menschen, die ebenfalls ein Interesse an Beziehung haben und sicher sind. Das heißt, wir fallen zurück in Angreifen, weggehen, sich betäuben, manipulieren. Das heißt, wir machen das dann selber. Wir machen selber diese Dinge, die wir auch projizieren. Heißt nicht, dass wir das Gleiche machen, was wir projizieren, aber es ist die gleiche Ebene. Und das führt natürlich dann zu Problemen. Und das ist das, was derjenige dann als Problem im Außen identifiziert und gelöst haben will. Das ist, warum er zu uns kommt in die Arbeit. Ich habe Beziehungsprobleme, ich bin einsam, ich habe ständig Konflikte. Das ist, wie das Problem im Außen erscheint, aber es ist nicht die Ursache. Ja, und derjenige, der zum Floating kommt, versucht über Kompensation das Symptom zu lösen und kommt nicht weiter, weil er die Ursache nicht versteht und nicht sehen kann. Und wir helfen demjenigen von dieser Ebene Kompensation und Symptom wegzukommen und herauszufinden, was ich eigentlich in den anderen hinein projiziere, um sozusagen Distanz zu erzeugen. Weil das ist der Sinn von Entwicklungstrauma, dass ich Distanz nach innen und nach außen erzeuge, um mich zu schützen und stabil zu bleiben und das zu überleben. Und das müssen wir herausfinden, wie wir das eben als Erwachsene weitermachen. Und dann damit in Kontakt treten. Und in Kontakt treten hat nichts mit Machen und Tun zu tun. Und in der Floating-Arbeit selber, wie gesagt, das Setting und den konkreten Ablauf beschreibe ich hier nicht. Das könnt ihr in dem Buch Heilung von Beziehungen Band 2 nachlesen. Das ist das Floating-Handbuch. Da ist das alles im Detail beschrieben. Und aber jetzt zum Verständnis ist es nochmal wichtig, weil einige von euch jetzt vielleicht sagen, ja gut, aber was ist, hier, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Höhenangst kommt oder mit einer Krankheit, mit einer physischen, was hat das mit Bindung zu tun? Der Witz ist, aus meiner Sicht, ist das, wie gesagt, alles Folge von Bindungslosigkeit. Und das kann man sehen daran, dass wir, wenn wir die Floating-Arbeit machen, dass wir denjenigen einladen, von diesem Problem scheinbar im Außen zurück zum Bindungskontext zu kommen. Und das kann derjenige dann machen. Ja, der
wie gesagt, das könnt ihr in dem Buch nachlesen, wie das geht. Aber es ist immer möglich, von dem scheinbaren Problem im Außensymptom zurück auf den Bindungskontext zu kommen. Und das müssen wir auch machen, weil es sonst nicht weitergeht, weil da draußen gibt es gar kein Problem. Das Problem ist nicht außen. Das Problem ist nie Höhenangst, sondern zum Beispiel ein ungelöster, etwas, was nicht mit dem Vater früher kommuniziert werden konnte. Ein Beispiel von vielen. Ja, das ist die Sicht, die ich habe, die man beim Floating einnimmt. Und damit kann man in kürzester Zeit Menschen helfen. Und ich hoffe, dass das möglichst viele Psychotherapeuten, Traumatherapeuten sehen und erkennen, dass wir uns das Leben viel, viel einfacher machen können. Psychotherapie, Traumatherapie ist nichts Kompliziertes. Es ist nur die Identifizierung und Auflösung dieser Projektion durch realen Kontakt und neue Erfahrungen. Und der Körper folgt. Und diese Form von Verbindung ist ja etwas, was derjenige zum ersten Mal in dieser Tiefe erfährt. Und diese Regulation darauf ist eine Regulation, die derjenige zum ersten Mal in dieser Tiefe im Körper erfährt. Und da der Körper nichts weiter will als Sicherheit durch Bindung, wird der sich immer daran orientieren. Das heißt, wenn das einmal im Setting passiert ist, dann geht die Transformation los, ob derjenige das will oder nicht. Der Organismus wird sich immer daran erinnern und da bewusst oder unbewusst weitermachen. Und bis zu diesem Punkt irrt das System herum, weil es gar nichts, es kennt die Lösung nicht. Es kennt die Lösung nicht. Deswegen, ja, weil als Kind gab es keine Lösung, deswegen irrt es herum. Aber wenn das einmal stattgefunden hat, dann kennt das System die Lösung. Das heißt ja nicht, dass derjenige dann immer in der Regulation ist. Aber die Lösung ist angekommen. Das Licht ist einmal reingefallen und das System hat einmal den Ausgang gesehen und wird also immer sich daran orientieren können und das auch tun. Das ist das Geniale an dem Ganzen. Und es geht eigentlich nur darum, diese Dinge zu ermöglichen, ob ich das jetzt mit Floating mache oder mit einer anderen Arbeit. Wenn du deine Methode nutzt, um an diesen Punkt zu kommen, ist das genauso super und wirksam. Es geht also gar nicht darum, wie wir an die Formulierung dieser Projektion kommen und wie wir die dann in Kontakt abfragen und abgleichen neuer Informationen durchlassen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wenn du das mit deiner Methode hinbekommst, mit einer anderen Methode, das spielt überhaupt keine Rolle, wie wir den Menschen helfen, dahin zu kommen. Der Punkt ist nur, wir müssen an diese Projektion ran. Und jede Psychotherapie, die das ignoriert, die wird scheitern. Und das ist leider das, was ich ja oft hier erlebe, dass Menschen teilweise nach Jahrzehnten an Psychotherapie dann in wenigen Sekunden eine Transformation erfahren. Ja, wenn die Ursache angerührt wird, dann kippt halt das alte System. Für diese Arbeit ist wichtig, dass man sich mit der Körperreaktion bei Gefahr auskennt. Das ist Stichwort Polyvagaltheorie. Ja, falls der Körper eben so in die Dysregulation kommt, dass derjenige den Kontakt zur Realität und zum Therapeuten verliert, dann muss ich an dem Körper arbeiten und dafür muss ich ausgebildet sein. Und eine gute Ausbildung dafür ist zum Beispiel TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises, weil man dort den Umgang mit diesen Dingen lernt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Therapeuten sich damit auskennen. Ja, kannst ja mal deinen Psychotherapeuten fragen. Frag ihn mal, was er tut, wenn du ein Flashback bekommst oder eine Überflutung oder wenn du in einen Freeze fällst. Das wissen nicht viele und noch weniger haben das richtig geübt und trainiert. Das ist aber wichtig, weil dir das die Sicherheit gibt und uns die Sicherheit gibt, dass wenn das passiert, dass wir den Menschen zurück ins Toleranzfenster bringen können. Und die erste Geschichte mit der Projektion ist die Bindungs- und Beziehungsebene. Und das ist immer etwas in Bezug zu einem anderen. Das, was im Körper passiert, hat keinen Bezug zum anderen. Das sind Körperzustände. Aber die Projektion ist immer die Bindungsebene. Das hat immer was mit einem anderen zu tun. Nie mit demjenigen alleine. Ja,
das ist erstmal die ganze Übersicht zu dieser tollen Arbeit. Kommen wir zur nächsten Folie. Hier ist das nochmal zusammengefasst. Das nenne ich das Floating-Prinzip, also das Prinzip dieser Arbeit. Ich lese es mal vor und erkläre es dann. Leiden ist die Körperreaktion, welche der unbewussten Erwartung des Trennungsszenarios folgt, welches als Kind erfahren wurde, in Klammern Projektion. Das ist also genau das, was ich erklärt habe. Das Leiden ist die Körperreaktion, nicht die Projektion. Aber die Ursache, warum der Körper in diesen Leidenszustand kommt, ist die unbewusste Erwartung des Trennungsszenarios. Und das ist die Projektion. Das ist das Verhalten der früheren Bindungspersonen, was Distanz erzeugt hat. Und das wiederum kann man in die vier Defensivreaktionen einordnen: Angriff, Flucht, Manipulation, Tod stellen. Das haben unsere Eltern mit uns gemacht. Und wenn es ein Muster ist, also wenn das dauerhaft passiert ist, aufgrund bestimmter Bewegungen in uns, dann kann eben Entwicklungstrauma entstehen und dann, wie gesagt, sind wir in der Situation, die ich beschrieben habe auf der vorhergehenden Folie. So, jetzt steht hier, diese Körperreaktion kann aufgelöst werden durch Beenden der zugrunde liegenden Projektion. Und das ist, wie gesagt, die Magie von Floating. Ich muss gar nichts mit dem Körper machen. Es gibt ja alle möglichen Methoden, die am Körper an der Dysregulation ansetzen. Es gibt Übungen, die zum Beispiel den Vagusnerv aktivieren. Ja, das ist alles toll, nur es löst das Problem nicht, weil der Bindungskontext und die Projektion unbewusst bleibt. Das heißt, ich kann so viel an meinem Körper isoliert von irgendwelchen anderen Menschen herum regulieren, wenn wieder Nähe entsteht, dann, und die Projektion ist ja, wird dadurch nicht aufgelöst durch Körperarbeit, dann wird der Körper den Stress wiederherstellen. Ich kann nicht durch reine Körperarbeit den Bindungskontext lösen. Wenn aber der Bindungskontext, also die Projektion, die Ursache des Leidens ist, dann muss ich auch da ansetzen. Aber ich sage nicht, dass die ganze Arbeit am Körper schlecht ist, weil THE zum Beispiel ist auch eine Methode, die da ansetzt, und zum Beispiel für reine Schocktraumaarbeit ist das super. Nur bei Entwicklungs- und Bindungstrauma reicht das eben nicht. So, und was wir jetzt halt sehen, ist die ganzen in der Szene, in der Therapeutenszene, die Leute buchen SE, also Somatic Experiencing, wie verrückt. Das heißt, jetzt ist es angekommen bei den Therapeuten, dass es um Trauma geht, nur jetzt buchen die alle Schocktrauma. Fortbildung ist ja auch nicht schlecht, damit anzufangen, aber es ist noch nicht angekommen, komplett in der breiten Masse, dass es darum überhaupt nicht geht, dass es nicht um Schocktrauma geht, weil die wenigsten leiden unter Schocktrauma. Aber die gesamte Gesellschaft geht an ihrem Entwicklungstrauma zugrunde, wenn sich da nichts bald grundlegend ändert. Die Lösung steht hier. Die Projektion kann losgelassen werden durch Kontakt mit der Projektionsfigur und Mitteilen der Projektion selbst, statt das dadurch verursachte Leiden auflösen zu wollen. Das ist genau das. Und wenn du jetzt Floating konkret noch nicht gesehen hast, dann wirst du dich jetzt fragen, was das bedeutet. Das bedeutet eben, dass wir im Floating gucken, auf wen wir projizieren und dann eben die Projektion mitteilen diesen Menschen. Das machen wir ja normalerweise nicht. Wenn wir in einer Gruppe sind, projizieren tun wir immer, aber wir reden mit dem anderen nie über unsere Projektion. Und im Floating ist es sicher und deswegen können wir das sozusagen riskieren, in Anführungszeichen. Und das ist der ganze Trick. Wir teilen die Projektion mit, statt über Kompensation zu versuchen, das Leiden aufzulösen. Die Lösung ist mitteilen. Das ist schon die Lösung. Das ist der Trick, dass wir helfen, das zu kommunizieren. Hier nochmal den ersten Teil nochmal rausgepickt, um das einfach nochmal isoliert darzustellen, was der Kern von Floating ist. Das ist also das Geheimnis von Floating, der magische Schlüssel. Ja, das Ergebnis meines
meiner lebenslangen Suche und Forschung sozusagen. Also Forschung, ich bin kein Arzt oder Psychotherapeut, muss ich auch dazu sagen. Ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich habe für mich das alles erforscht und Fortbildungen und Trainings gemacht und bin zu diesem Ergebnis gekommen. Und bis heute hat sich das in der Arbeit immer bestätigt. Also nochmal zusammengefasst, wir projizieren ein gefährliches Verhalten grundsätzlich auf Menschen, die uns näher kommen. Und das sind eine der vier Defensivreaktionen aus dem klassischen Trauma. Literatur, die da genannt wird, angreifen, weggehen, sich betäuben, manipulieren. Und wir projizieren einen Grund, warum derjenige das dann macht. Und das entspricht wiederum der Symptomebene. Also er muss ja einen Grund haben, warum er sich uns gegenüber distanziert. Und wie gesagt, das ist der Kinofilm hier oben. Das ist der Hollywood-Film. Und dann denken wir leben oder wir hätten einen Kontakt zur Realität, haben wir überhaupt nicht. Wir projizieren ununterbrochen die Kindheit auf die Umgebung, merken das gar nicht. Und erst wenn das kommuniziert wurde und der andere sagt dann irgendwas, dann erst kommen wir in Kontakt mit der Realität. Vorher ist es alles nur Traumwelt. Und natürlich Traumwelt insofern nur, dass wir haben das natürlich als Kind real erlebt, aber da wir es in die Zukunft projizieren, ist es dann als Erwachsener. Eine Traumwelt. Das bisher war jetzt das Diagramm, wie sich das Leiden aufrechterhält, wie es erzeugt wird und hier nochmal, wie es denn aufgelöst wird oder die andere Richtung, die andere Spirale. Das sind natürlich immer gegenseitig oder sich selbst verstärkende Spiralen, ne, sowohl ins Negative als auch ins Positive. Das heißt, wenn wir denjenigen dann helfen, ins ehrliche Mitteilen zu kommen und das komplett zu kommunizieren. Dann kommt der Körper in die Regulation, das heißt, der Stress geht aus dem autonomen Nervensystem raus und derjenige ist beziehungsfähig, erlebt dann mehr und mehr im Kontakt mit der Realität, mit Menschen und mit sich selber und das führt zu Beziehung überhaupt erst. Vorher war das eher ein Überlebenskampf, es war keine wirkliche Beziehung und jetzt kommt es zur Beziehung, weil der Austausch vollständig ist, weil ich nichts mehr zurückhalten muss. Und dann wird natürlich mein tiefstes Bedürfnis nach Nähe und Kontakt genährt, weil ich alles sagen kann, was hier ist und auch das vom anderen hören. Ehrliches Mitteilen ist eine spezielle Form der Kommunikation, die ich hier nicht noch erklären möchte. Das bedeutet einfach, dass wir auf eine spezielle Art das sagen, was in uns ist, um einen wirklichen Kontakt herzustellen. Hier noch ein bisschen ausführlicher. Das ehrliche Mitteilen führt zu einem realen Kontakt und der Körper kommt in die Regulation und wie gesagt dann in Beziehung. Und auch das verstärkt sich gegenseitig. Je mehr ich in Kontakt trete, desto mehr kommt der Körper in die Regulation. Das wiederum bestärkt mich in der Wahrnehmung von Sicherheit. Ich traue mich mehr von mir mitzuteilen. Das wiederum führt zu mehr Regulation und so weiter. Und worum es im Kern geht, was das ehrliche Mitteilen angeht, was ich denn kommunizieren muss. Das hatten wir jetzt schon gesagt, Gedanken und also Projektion, das steht hier als zweites. Aber wenn das passiert ist, dann wacht ja derjenige im Erwachsenenbewusstsein auf und dann ist die Kapazität da, das Eigentliche, was darunter wartet, zu kommunizieren. Und das sind die Kerngefühle von Wut und oder Trauer. Es gibt nur diese zwei Kernemotionen, weil die mit den Grundbewegungen des Lebens auf jemand zu, von jemand weg zu tun hat und wenn das als Kind oder eins oder beide davon torpediert, das heißt, wir haben im Kern die tiefste Ebene von Verdrängung, sind, auf dass man das alles reduzieren kann, sind diese beiden Emotionen. Dann natürlich Körperempfindungen kann ich mitteilen und einfach auch Bedürfnisse und Abneigung und dann komme ich in einen vollständigen Kontakt mit der Welt, mit anderen Menschen, was als Kind nicht möglich war und dann erlebe ich Glücksgefühle, Freude, alles, was mit Regulation im Körper zu tun hat. Regulation bedeutet nicht einfach nur Entspannung, sondern es ist, wenn man den Begriff nicht kennt, muss man das immer dazu sagen, Regulation bedeutet, dass der Körper realisiert, dass die Umgebung sicher ist. Und wir können sagen, der quälende Stress im Körper verschwindet.
Das geht aber auch bei Aktivität. Also zum Beispiel singen, tanzen, spielen mit anderen, Sport. Das ist Regulation mit Körperaktivität. Es gibt auch Regulation ohne Körperaktivität, wie Meditation, Kuscheln, Ausruhen auf dem Sofa und so weiter. Wir können es auch anders formulieren. Floating bzw. jede erfolgreiche Entwicklungstraumaarbeit führt dazu, dass der Körper die Umgebung so einschätzen kann, wie sie ist, gefährlich oder sicher, und dann entsprechend die Körperreaktion folgen lässt. Im Falle von Entwicklungstrauma funktioniert das. Da stufe ich unbewusst, der Körper unbewusst, die Umgebung als gefährlich ein, obwohl das nicht zwangsläufig ist. Und entsprechend reagiert der Körper, was dann Leiden verursacht. So, jetzt habe ich mir gedacht, das ist viel Theorie, oder naja, nicht viel Theorie, aber vielleicht für einige neu und ein bisschen anstrengend, das zu verstehen. Nehmen wir doch einfach mal einen typischen Ehekonflikt, Partnerschaftskonflikt als Beispiel und gucken uns das ein bisschen an. Also, nehmen wir mal an, ein Ehepaar findet sich regelmäßig in Machtkampf, Streit und Auseinandersetzung. Kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen, viele. Und bei manchen ist es eben so stark, dass massives Leiden da ist. Beide wissen nicht, wie sie diese beenden könnten. Sie sind sich über die eigentlichen Ursachen tief im Innern völlig unklar und reagieren mit gegenseitigen Vorwürfen. Also, da sehen wir den Versuch, das Problem zu lösen im Außen, Kompensation, Vorwürfe und so weiter, Symptome, Machtkampf, Kampf, Streit, Konflikte, und der Teil über die Ursachen, im Wesentlichen die Projektion, die sie aufeinander haben, ist komplett unbewusst und unklar, und deswegen haben sie keine Chance, das selber zu lösen, ohne dieses Wissen. Und deswegen ist es ja mein Wunsch, dass eben diese ganzen Dinge Teil der Gesellschaft werden, damit wir nicht so viele Spezialisten brauchen und damit sich die Menschen selber helfen können. Und davon bin ich absolut überzeugt, wenn man zum Beispiel den Kindern all dieses Wissen von Grund auf mit entsprechenden Übungen, Erfahrung beibringen würde, da wäre die ganze Gesellschaft geheilt. Aber das macht man halt leider nicht. Man bringt den Kindern lauter Unsinn bei, den sie nicht brauchen, und ihr System völlig verzerrt. Aber das ist ein anderes Thema. Also, kehren wir zu dem Konflikt zurück. Und ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Es gibt alle möglichen anderen Konstellationen, aber das ist was, was man sicher leicht nachvollziehen kann, was viele kennen. Ich lese das mal vor. Beide erleben die Maske, in Klammern, dass sich klein machen, dass sich groß machen, des anderen als reale Bedrohung, wie früher durch die Eltern. Was das jetzt bedeutet, sich klein und groß machen, sage ich gleich noch. Solange das Entwicklungstrauma nicht verarbeitet ist, oh, da fehlt ein Ist, sehe ich gerade, sprich kommuniziert wurde, können sie nicht sehen, dass dahinter eine tiefe Not und gute Absicht des ehemaligen Kindes ist. Das sind ja noch mehr Schreibfehler. Das, was uns in der Partnerschaft triggert, ist eigentlich die verzweifelte Liebe des Kindes zu seinem ehemaligen bindungsunfähigen Umfeld. Was das alles bedeutet, erkläre ich gleich. Der Vorwurf dient jeweils dazu, die verdrängten Gefühle nicht wahrzunehmen und nicht mitteilen zu müssen, in Klammern Wut, Trauer. Also, das ist die Ausgangssituation, wieso dieser Konflikt überhaupt vorhanden ist und warum sich die Menschen anziehen. Warum die Menschen überhaupt zu einer Partnerschaft zusammenfinden, das ist ja das Kuriose. Wenn man da schaut, warum oder was bringt Paare eigentlich zusammen? Das ist einmal das Entwicklungstrauma, die gleiche Ebene von Traumatisierung, und eben die sozusagen, dass jeder den Gegenpol ausgeprägt hat in seinem System. Also eigentlich an dem Stand, wo die Gesellschaft, die Menschheit jetzt ist, kommen wir als Paar zusammen, um zu heilen. Wirklich um Liebe und Transzendenz geht es eigentlich noch nicht, weil das gar nicht möglich ist, solange das Bindungstrauma in den Systemen ist. Also nehmen wir dieses Beispiel. Wir haben links jemand,
der von den Eltern als Kind künstlich groß gemacht wurde. Das heißt, das Kind hat auf eine unnatürliche und ungute Art Macht erhalten von den Eltern. Die Eltern haben ihre Handlungskraft an das Kind delegiert und für sich eine Art Elternersatz erzeugt. Natürlich passiert das alles, weil die Eltern selber traumatisiert sind. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nur um das, um den Menschen, ja, um das Kind sozusagen. Das bedeutet, das Kind kommt in eine komische Situation, weil es ist ja klein und empfängt von den Eltern, die stärker sind. Jetzt bekommt es eine Rolle zugewiesen, die dem Kind überhaupt nicht entspricht und auch seinen Fähigkeiten gar nicht entspricht. Das Kind kann diese Rolle gar nicht einnehmen und leidet und muss sich verzerren. Das geht gar nicht. Deswegen steht da links, von den Eltern groß gemacht, um als Elternersatz zu dienen. Wirklich gehen tut das nicht. Ja? Aber das Kind macht alles, muss alles, um die Bindung zu retten zu den Eltern. Weil wenn es das Spiel nicht mitspielt, gibt es Probleme. Konflikte, Trennung und so weiter. Also macht es alles, um das Spiel mitzuspielen. Und das bedeutet, es muss bestimmte Anteile in sich verdrängen, um diese Rolle ausüben zu können. Und das Ergebnis als erwachsener Mensch habe ich dann hier aufgeschrieben. Bewusst, in Klammern die gute Absicht, ich kümmere mich um alles und gebe dir Verbindung und Geborgenheit. Das ist das ideale Selbstbild. Das ist die Maske. Das ist das, wie derjenige das bewusst, wie derjenige sich bewusst wahrnimmt. Und auch von anderen wahrgenommen wird an der sichtbaren Oberfläche. Unbewusst bleibt ständige Aktivität, Macht und Kontrolle, alles dreht sich um mich. Das ist sozusagen das, was nicht sichtbar direkt ist und was auch nicht sichtbar werden soll, auch demjenigen selbst gegenüber. Weil um diese künstliche Rolle auszuüben, muss ich ja Macht und Kontrolle haben, die ich von den Eltern früher sozusagen von alleine bekommen habe. Der Vorwurf, den dieser Mensch an andere richtet oder an seinen Partner, in diesem Fall, ja, wir haben ja ein Beispiel Ehepaar, du lässt mich alleine, du hilfst mir nicht und das wird getriggert durch den unbewussten Aspekt des anderen. Da kommen wir dann noch gleich dazu. Und hier sehen wir links die Konstellation des einen Ehepartners und das linke Männchen ganz links, das hellblaue, ist sozusagen der reale Mensch und davor ist die Maske, ein künstliches sich vergrößern und Macht ausüben und Kontrolle. Das, was ihm als Kind zugewiesen wurde und was er jetzt zwanghaft unbewusst in jeder Beziehung einnimmt und glaubt einnehmen zu müssen. Auf der rechten Seite haben wir den anderen Partner, von den Eltern klein gemacht, um Machtpositionen nicht zu gefährden. Das ist die andere Konstellation. Das kann passieren, wenn zum Beispiel Eltern sich sehr schwach fühlen und durch die Kraft und das heranwachsende Kind und seine Autonomie und Bedürfnisse so bedroht fühlen und so viel Ohnmacht triggern, dass die Eltern das abwehren müssen und das Kind klein halten müssen. Das heißt, das Kind geht wiederum in eine künstliche Rolle, die eigentlich nicht möglich ist, weil das nicht seinen Bedürfnissen entspricht. Das will ja wachsen und in die Kraft kommen und dabei gleichzeitig geliebt werden. Also zwingt es sich in diese Rolle, um die Verbindung zu schützen und muss, um das machen zu können, etwas abspalten. Sonst würde das nicht gehen. Das Ergebnis als Erwachsener kann sein, bewusst die gute Absicht, ich lasse dich machen und gebe dir Raum und Unabhängigkeit. Das ist, wie sich die Menschen selber wahrnehmen und wie sie an der Oberfläche von anderen wahrgenommen werden. Man könnte auch sagen, gute Zuhörer. Ja. Unbewusst bleibt die ständige Passivität und Abgabe von Verantwortung. Alles dreht sich um dich. Also alles dreht sich um den anderen. Es wird alles nach außen delegiert zum anderen. Das ist das, was das Kind machen musste. Es musste die Energie, Macht und Power immer wieder zu den Eltern delegieren und durfte selber nicht voll da sein und sich voll ausdrücken. Der Vorwurf, zu dem das dann führt, gegenüber seinem Partner oder ihrem Partner, du kontrollierst alles, du nimmst mir den Raum. Getriggert wird das durch den unbewussten Aspekt des anderen.
Also der Vorwurf ist einmal von dem linken Partner, dass er allein gelassen wird, und von dem rechten Partner, dass er alles, dass der andere alles kontrolliert. Und somit haben wir zwei Menschen, die sich anziehen. Ja, weil wenn die zusammenkommen, dann ist das ganze System wieder komplett, dann sind alle Aspekte wieder zusammen. Aber die ungelösten Beziehungskonflikte treten dann eben zutage. Und hier haben wir jetzt das Gesamtbild und exakt das Verständnis, warum diese Konflikte dann entstehen. Ich fange mal mit dem an, was in der Mitte steht. Trigger, scheinbare Kollision zwischen Masken und verdrängten Anteilen. Die Konflikte in dem Ehepaar sind nur scheinbar, weil ja beide kommunikationsfähig sind, gehe ich jetzt einfach von aus, von Menschen, die dazu in der Lage sind, die das einfach noch nicht wissen, wie sie das machen sollen. Die können das prinzipiell. Und die haben ja beide das Interesse an Beziehungsvertiefung und es sind keine hilflosen kleinen Kinder. Das heißt, die Konflikte, und das ist ja immer eine Projektion von Gefahr, können nie was Reales sein, weil es gar keine reale Gefahr gibt. Wie gesagt, jetzt, na, ich rede jetzt nicht von Szenarien, wo es, wo Gewalttäter in Beziehung sind, das, davon rede ich nicht, sondern von so weit an der Realität orientierten Menschen. So, jetzt, um das wirklich zu verstehen, gucken wir uns das alles an. Wir haben den Partner links, und das ist natürlich trotzdem immer noch eine vereinfachte Darstellung. Wir haben den Partner links mit dem Anteil, der verdrängt ist, und mit der Maske. Und rechts genau das Gleiche. Links haben wir den Menschen, der sich künstlich groß macht und künstlich in die Kraft geht und alles Schwache, ohnmächtige, hilflose Bedürfnisse verdrängt. Das ist das äußerste linke kleine Männchen, was ich mal ohne Gesicht dargestellt habe. Das ist das, was dieser Mensch verdrängt und vor allem die Bedürfnisse, die damit zusammenhängen. Weil wir haben immer auch Bedürfnisse nach angenommen werden, nach Trost, nach loslassen können. Ja, wir haben aber auch die Bedürfnisse nach Power und Gestalten und so weiter. Das ist beides in uns und wir müssen beides in Beziehung bringen, sonst kracht es und sonst leiden wir. Und der linke Partner, wie gesagt, hat eben diesen Teil ausgeblendet. Der rechte Partner, da sieht es genau umgekehrt aus, der hat seine ganze Power verdrängt, das Männchen ganz rechts, ohne Gesicht. Und die Maske ist, wie gesagt, sich klein machen, die Energie an den anderen delegieren und eher passiv bleiben. So, wieso ist das jetzt die Situation? Wieso führt das zu den Konflikten? Der Konflikt ist zwischen den Masken und den verdrängten Anteilen oder dem verdrängten Anteil. Man muss sich jetzt einfach klar machen. Wir gehen mal von dem Rechten aus. Der rechte Partner spielt das kleine Kind eher und verdrängt seine Power. Das Problem ist, wir können Sachen nicht verdrängen. Das heißt, dieser ganz rechte Teil, ja, die Kraft oder dieser Anteil, der in die Kraft will und sich durchsetzen und so weiter durchsetzen will und gestalten will, der ist nicht weg. Wir kriegen den nicht weg, wir kriegen Energie nicht weg. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können das Außenbewusstsein ausblenden, also möglichst von uns fernhalten, aber zeigen und manifestieren tut sich das trotzdem immer, und zwar vollständig, nur eben auf eine verzerrte Art. Wir müssen also davon ausgehen, oder wir können davon ausgehen, es ist immer so, dass dieser Teil, der versucht immer sozusagen durchzukommen, der versucht, ohne dass derjenige das bewusst will vielleicht und überhaupt bewusst merkt, versucht er sich immer in die Beziehung reinzuspielen, weil da ja Bedürfnisse dranhängen. Der versucht also unbewusst da ins Spiel zu kommen. So, aber was passiert dann? Dann kollidiert das ja mit der Maske von dem anderen, die genau aus diesem Anteil auch besteht. Und dann haben wir den Salat. Dann haben wir diese Anteile, die miteinander kämpfen. Bei dem einen
komplett unbewusst kommt das ins Spiel, auf verzerrte Art und Weise, bei dem anderen bewusst und völlig automatisiert und völlig identifiziert. Also wenn der linke Partner ich sagt, dann meint der diese Maske, weil damit ist er identifiziert. So, und jetzt haben wir also zweimal den gleichen Anteil. Und das ist ja etwas, was nicht real ist, sondern das sind sozusagen, das hat sich gebildet im Sinne von einem Überlebenskampf. Also haben wir diese Teile, die miteinander Krieg führen, auf eine Art, die nicht kommuniziert werden und miteinander kämpfen. Und dann haben wir eben den Konflikt und den Streit. Und das kann man dann nicht sehen, wenn man da drin ist und all das Wissen nicht hat und nicht weiß, was da genau läuft. Und man hat wenig Chancen, das selber aufzulösen. Das andere Beispiel, was unten dargestellt ist, das wäre jetzt ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht das Szenario mit dem Streit, sondern das ist passiert dann, wenn es zu Passivität kommt. Ja? Also natürlich manifestiert sich das auch in der Beziehung, aber im Vordergrund ist ja jetzt die Geschichte mit dem Streit und dem Konflikt, also es bezieht sich auf das, was ich zuerst erklärt habe. Und trotzdem gibt es auch zwischen diesen Anteilen, ja, zwischen dem Bedürfnis auf der linken Seite nach Pause, nach Ausruhen, nach angenommen werden, nach Halt, kollidiert mit der Maske des rechten Partners. Weil das ist ja das, was der sowieso macht, sich rausnehmen, abgeben, delegieren. Und das kollidiert dann mit den unbewussten Bedürfnissen auf der linken Seite. Und wie gesagt, diese verdrängten Anteile ganz links und ganz rechts, die versuchen sich immer in die Beziehung reinzumogeln. Die versuchen sich immer ins Spiel zu bringen. Und dann kollidiert das, weil das nicht kommuniziert werden kann. Und weil beide Anteile glauben, es geht immer noch ums Überleben. Und dann kann es halt sein, dass das wiederum zu Streit und Konflikten führt. Und so ist eine mögliche Konstellation. Und wenn wir das auflösen wollen im Floating, dann müssen wir an diese Maske ran und über das Kommunizieren der Maske, weil an der Maske hängt die Projektion, kommen wir mit den verdrängten Anteilen in Kontakt und dann sozusagen können diese Anteile wie mit in den, also dieser mittlere Teil auf beiden Seiten, das stellt sozusagen die geheilte Person, die integrierte Person dar. Diese verdrängten Anteile kommen dann auf den Schirm, in die Bewusstheit und sozusagen wechseln oder bewegen sich in den realen Mensch rein und sind dann einfach Teil von mir. Und die Maske, genau dasselbe, die geht auch da rein, die kann dann nämlich loslassen, die braucht es nicht mehr in dieser zwanghaften Form. Und dann haben wir nämlich eine Kommunikation von den verdrängten Bedürfnissen, die von den Masken sozusagen ferngehalten werden mussten. Und damit kommt es zur Transformation. Und das ist die ganze Arbeit von Floating. Und vielleicht an dem Beispiel wird klar, wie schwierig das sein kann, wenn das ein bestimmtes Ausmaß erreicht hat, wenn wir das versuchen, selber zu lösen. Da ist es auch, wenn man Therapeut ist, ist es gut, wenn ein Dritter von außen drauf guckt. Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert. Vielleicht müsst ihr euch das ein paar Mal anschauen. Im Wesentlichen geht es darum, ich kann das ja nochmal sagen, dass sozusagen die Projektion, die an der Maske hängt, kommuniziert und abgefragt und abgeprüft wird und dass dadurch, dass dann Sicherheit im Kontakt entsteht, die verdrängten Anteile mit ihren Bedürfnissen ebenfalls kommuniziert werden können und somit mit der Welt in Verbindung kommen. Und dann, man kann das auch anders ausdrücken. Man könnte sagen, das verlorene innere Kind wächst nach und wird auch erwachsen. Ja? Das innere Kind ist ja nicht wirklich ein inneres Kind, sondern das sind nur Bedürfnisse, die seit der Kindheit bis heute nicht kommuniziert werden. Und da das mit Gefahr verknüpft ist,
solange es nicht integriert ist, nennen wir das inneres Kind, weil sich das dann so anfühlt. Aber tatsächlich geht es da um reale Bedürfnisse dieses erwachsenen Systems, die halt kommuniziert werden müssen. Wir kommen langsam zum Ende und da möchte ich nochmal erwähnen, was keine Lösung ist, aber was uns als Lösung erscheint, was wir oft verfolgen, zum Beispiel Handlungsstrategien, sich anders verhalten, wollen, dass der andere sich anders verhält. Also alles, was mit Handeln, Dinge im Außen ändern zu tun hat, ist keine Lösung, weil, das sollte jetzt klar sein, diese Anteile, die werden dadurch nicht die kommen nicht an die Oberfläche und die werden dann immer noch nicht berücksichtigt und können nicht kommuniziert werden. Etwas ändern wollen geht in die gleiche Richtung. Die Hoffnung auf eine gute, schöne Beziehung, all das bringt uns aus dem Kontakt weg. Wenn ich hoffe, dass die Beziehung oder der Konflikt geheilt wird, dann bin ich raus aus dem Kontakt, weil das ist was im Kopf, was ich in die Zukunft projiziere. Die Idee, den Konflikt lösen zu wollen, das ist alles etwas, was nicht funktioniert. Und nochmal zum Schluss, alles, was mit Machen, Verändern und der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun hat, führt nicht zur Lösung. All das führt nicht zur Lösung. Die Lösung ist Kommunikation und ehrliches Mitteilen, egal wie wir dahin kommen. Ob mit Floating oder mit sonst was, spielt keine Rolle. Am Ende muss die Projektion und die verleugneten Bedürfnisse und Kernemotionen, Wut und Trauer müssen kommuniziert werden mit dem Menschen, der uns am nächsten ist. Das ist die finale, endgültige Lösung. Und damit kann der Körper dann endlich den Stress loslassen. Und konkret würde das hier auf unser Beispiel bezogen so aussehen, dass der linke Partner sagt, zum Beispiel, ich fühle mich überfordert und wütend. Mein Kopf denkt, dass du mich alleine lässt und mir nicht helfen möchtest. Das kann zum Beispiel am Ende dieser Arbeit stehen. Der rechte Partner würde dann mitteilen, ich fühle mich übergangen und traurig. Mein Kopf denkt, dass du alles bestimmen möchtest und dich nicht für mich interessierst. Und wenn wir an diesem Punkt sind, in einer Ehe oder Partnerschaft, dann ist alles Leiden zu Ende, weil der Kernkonflikt damit kommuniziert wurde. Und wie gesagt, es geht um die Kommunikation, nicht darum, dass irgendwas gelöst wird. Die Kommunikation an sich ist die Lösung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. War sehr viel theoretischer Input und sehr wertvoll, wie ich denke. Das sind ganz, ganz essentielle Informationen, die dich vor allem, wenn du als Psychotherapeut arbeitest, dir das Leben auch leichter machen können. Mehr Infos und Veranstaltungen dazu findest du auf meiner Homepage www.traumaheilung.net und das Floating-Handbuch zu dieser Arbeit, wo das gesamte Setting und der konkrete Ablauf beschrieben ist, findest du überall im Buchhandel und das lautet Heilung von Beziehungen, Band 2, das Floating-Handbuch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Freude im Austausch dessen, was in uns ist.